Ja, hi Leute, seid gegrüßt, ich bin's, euer Didi. Willkommen zu meinem neuen Unboxing-Video hier auf YouTube. Ich grüße euch und zwar mit Halloween 2, Halloween 2, John Carpenters. Halloween, die Fortsetzung des Films Die Nacht des Grauens geht weiter. Aus dem Jahre 1981. Hier sind drei wunderschöne Mediabooks aus dem Hause NSM Records. Ganz links im Bild. Cover A, in der Mitte Cover C, ganz rechts im Bild Cover B. Alle drei streng limitiert auf 500 Stück und alle drei sind auch mit einer Nummer versehen. Ja? Wie ihr sehen könnt, ich habe halt eben Cover C hier quasi so wunderschön in der Mitte gestellt. Das hat mir von den drei am besten gefallen und ich bin ein ganz großer Halloween-Fan. Und Halloween 2 ist halt eben mein Lieblingsteil der Reihe. Und ja, so muss ich halt eben jedes Cover haben. Und da ich halt eben so geek auf dem Film bin, habe ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, mir ja ein 40. Mediabook zu kaufen. Und wie gesagt, da mir alle drei Covers richtig gut gefallen, mir aber Cover C, was hier in der Mitte ist, am besten gefällt, ja, habe ich dieses Mediabook mir zweimal geordert. Da hinten seht ihr Cover C nochmals. Und ja, ich habe mich halt eben entschieden, mir halt eben dieses Mediabook zu gönnen, zu öffnen. Ich will den Inhalt unbedingt sehen. Alle anderen drei bleiben selbstverständlich OVP, das ist halt eben Gag von mir. Ich denke mal, ich bin nicht der einzige Sammler unter euch allen, die halt eben so ein bisschen, ja, OVP-Gag sind. Ne? Das mache ich nicht mit jedem Film, aber gerade bei Halloween ist es für mich, weil ich liebe Halloween abgöttlich, ein absolutes Muss. Ja, wir nehmen uns halt eben jetzt mal dieses wunderschöne Mediabook zur Brust, zu Gesicht, vors Gesicht, gucken uns gemeinsam an. The Nightmare Has Only Just Begun. John Carpenter's Halloween 2. Jamie Lee Curtis, Donald Pleasence. Hier unten links das Blu-ray-Disc-Logo. Hier rechts NSM Records. Das gute Stück sieht so von der Seite aus. Hier oben nochmal der Schriftzug NSM Records. Halloween 2. Das Grauen kehrt zurück. Die Artikelbestellnummer Lionsgate Blu-ray Disc. Und wenn wir das hier so schräg halten, können wir hier den Schriftzug Halloween 2, das Grauen kehrt zurück, auf Deutsch erkennen und lesen. Und ich tue dies halt eben mal jetzt hier so rein. Das ist das Back Artwork Halloween 2, Haddonfield, 31. Oktober 1978. Ich denke mal, ich muss das jetzt hier nicht vorlesen. Wer es gerne lesen möchte, kann sich das gerne antun. Hier sehen wir halt eben ein paar Bilder aus dem Krankenhaus. Ja, und hier unten limitiert Cover C 439 von 500 ziert mein Mediabook. Wir gucken uns mal hier vorne an. Die Laufzeit beträgt auf Blu-ray-Disc 92 Minuten. Natürlich kommt der Film ungeschnitten daher. Ungeschnitten ist die Laufzeit auf der DVD 89 Minuten. Bildformat 2:35:1, 1080p. Untertitel Deutsch-Englisch. Tonformate Deutsch, DTS, HD, Marcia, HD Master Audio 2.0 und sogar 5.1. Dolby Digital 2.0 und 5.1 hat halt eben die DVD. Dann ist der Film natürlich Englisch DTS HD Master Audio 2.0 und 5.1. Dolby Digital 2.0 und 5.1. Ja, wie ihr sehen könnt, haben sich die Tonformate hier geändert. Denn neu wäre meines Wissens nach DTS HD Master Audio 5.1. Ja, jetzt kommen wir zu den Extras, die unten rechts aufgeführt sind. Audiokommentare von Rick Rosenthal, das ist der Regisseur dieses Teils. Leo Rossi und Dick Warlock, das ist der Typ, der da unter diese Maske steckt. Ist übrigens der Vater von Billy Warlock, einigen sicherlich bekannt unter Eddie von Baywatch. Baywatch aus den 90ern mit David Hasselhoff und ja, Erika Laniak war damals seine Freundin sogar. Die spielt halt eben an die Seite von ihnen in Baywatch. Pamela Anderson kam ja später. Auf jeden Fall, da war Billy Warlock schon weg. Glaube ich, mich erinnern zu können. Auf jeden Fall geht es hier eben weiter. Original Trailer, Radio und TV-Spot. Alternatives Ende, entfernte Szenen, Making of Horrors, Halloween Grounds, Dokumentation Terror im Parkett. Dann haben wir auf jeden Fall noch, was steht denn hier noch? TV-Fassung, Soundtrack CD, DVD-Version, Bildergalerie und ein 16-seitiges Booklet. Also richtig, richtig gut vollgepackt. Es ist eine 4-Disc-Edition. Auf Disc 1 befindet sich die Blu-ray, auf Disc 2 die DVD. Disc 3 ist lediglich eine Bonus-Disc, ja. Und Disc 4, und jetzt kommt der Oberhammer, ja. Das ist der Original-Soundtrack zu Halloween 2.
den ihr jetzt auch gerade hören tut. Wer sich jetzt wundert, wo kommt die Musik her? Die kommt von dieser seltenen CD von Halloween 2, die ich halt eben auch mein eigen nennen kann. Und ja, der Soundtrack ist einfach nur geil, der Film ist geil. Mir gefällt er halt eben am besten von allen. Und ja, ich liebe den Teil einfach, ne? Also ich weiß nicht, ob es vielleicht auch an den Jahrgang liegt, ja, 1983, das ist mein Geburtsjahr. Daher stammt der Film und wir gucken uns jetzt dieses Mediabook einfach mal von innen an. Da werde ich halt eben dieses wunderschöne Stück halt eben öffnen. Ich werde hier mal die Folien fern. Ich habe mich entschieden, mir dieses hier zu öffnen, zu gönnen mit der Nummer 439. Aber die Folie ist hier sehr, sehr, sehr stramm, wie ich merke. Ah, ich habe ein Stück Folie abgerissen. So, ihr seid quasi live dabei, wenn ich halt eben mir das Cover C gönne zum Öffnen. Bin mal gespannt, was NSM hier wunderschönes, bares oder wundertolles, wie auch immer, geleistet hat, gemacht hat. So, Folie ist weg. Das Mediabook kommt halt eben sehr schön matt hervor, wie ihr sehen könnt. Ich halte es mal im Licht, ja. Was mir besonders gut an diesem Cover hier gefällt, gegenüber dem original Kinoplakat Motiv Cover links im Bild, das ihr hier sehen könnt, das da, ja, ist hier, dass dieser Schädel quasi gespalten wurde von Michael Myers Küchenmesser hier oben rechts, ja, finde ich einfach nur mega. Und dann läuft hier unten quasi so, ja, ich sag jetzt mal, es soll Blut darstellen, vielleicht ist es auch irgendwie Sapper oder so vom Kürbis. Auf jeden Fall gefällt es mir mal richtig mega fett geil, ehrlich. Und jetzt öffnen wir dieses wunderschöne Mediabook. Alter, ist das geil. Guck dir das mal an. Meine Fresse. Die Bluttränenmasken hier oben, der Kürbis nochmal, NSM Lionsgate. Hier vorne rechts sehen wir das japanische Kinoplakat-Motiv-Cover, was übrigens auch ja mein anderes Mediabook von Filmkonfekt zieren tut. Das kann ich ja mal kurz hier ins Bild halten. Es gab ja schon mal eine Erstauflage in dem Sinne aus dem Hause Filmkonfekt, auch Uncut Fitness Limited Edition. Hierbei ist halt eben der Unterschied zu dieser Neuauflage von NSM, dass es hier halt eben nicht der Soundtrack drauf enthalten ist. Es ist aber auch Limited Edition 376, zählt meine Nummer von 500. Und ja, das tun wir mal halt eben mal wieder zur Seite, denn in diesem Video geht es halt eben um diese NSM Mediabooks. Auf jeden Fall, ich blätter mal um. Geil, 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 geil. Hier vorne einige Filmszenen. Die Nacht des Grauens geht weiter. Ein Blick auf Halloween 2. Geil, einfach nur mega geil. Ja, hier vorne sehen wir halt eben auch schon Ben Tramer, der verbrannte Fake Myers in dem Sinne. Aus dem zweiten Teil. Da tut er, wollte er übrigens auf ihn schießen. Also ich denke mal, so über den Film selber brauche ich halt eben nicht viel zu sagen hier. Oder die Fans kennen ihn halt eben in- und auswendig. Das ist übrigens noch der erste oder einzige Teil der Original Halloween 8 Reihe, Halloween Reihe von den ersten 8 Teilen, ja, der hierzulande bundesweit beschlagnahmt ist in seiner ungeschnittenen Fassung. Diese 92-minütige Fassung ist ungeschnitten. Hier in Deutschland gibt es lediglich eine FSK 18 Fassung, die ja eine Laufzeit von 90 Minuten beträgt. Auf jeden Fall ein wunderschönes Mediabook, wie ich finde. Terror in the bla bla bla. Oh, siehst du, kommt mir ja schon fast hier entgegen die Disc. Hol dir mal einen Disc hier raus. Ah, Alan Howard. Hier ist halt eben der Soundtrack. Das ist das Backcover, wie ihr sehen könnt. Hier rechts. Ich tue die Disc mal zur Seite. Und ich werde auf jeden Fall die ersten Disc mal raussehen. Und ich vermute mal, das soll halt eben ein Gesamtbild ergeben. Und zwar von, lass mich nicht lügen, wunderschöne Disc übrigens, von dem Myers aus. Das ist die erste Szene, beziehungsweise die Schlussszene vom ersten Teil, wo Dr. Loomis sechsmal auf ihn geschossen erzählt, ja. Und hier sehen wir halt eben, wie er rückwärts runterfällt. Und hier ist das quasi Ende vom Haus. So müsst ihr euch das quasi im Gesamten vorstellen. Ja. Also ich finde es auf jeden Fall ein echt wunderschönes Mediabook. Macht sich richtig gut bei mir in der Sammlung. Wie gesagt, hier ist die Nummer 439 von 500. Und ja, die anderen könnte ich jetzt euch gerade auch mal kurz zeigen. Wie gesagt, es ist identisch, das Back-Artwork. Ich habe hier die Nummer 271 von 500. Alle drei, wie gesagt, streng limitiert auf 500 Stück. Und ja, Cover A, mein Cover A Mediabook ziert hier die Nummer 395. 500. Das ist
Ja, zusammen mit Cover C ist Cover A überall restlos ausverkauft. Der Stückpreis, der Kaufpreis, der UVP-Preis lag bei 34,99 und wird jetzt schon im Internet gehandelt bis zum geht nicht mehr. Ich habe es halt eben neulich gesehen für 120 Euro schon und ich denke mal, dieser Preis wird noch weiter nach oben gehen. In diesem Sinne, Leute, fragt mich auch nicht gerade, wo es war. Ich habe letztens einfach nur mal gegoogelt, gesucht, weil ich mir unbedingt eigentlich noch ein Cover A bestellen wollte, aber wie gesagt, restlos ausverkauft. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Unboxing-Video gefallen. Wer die Möglichkeit hat, sollte sich auf jeden Fall als Halloween-Fan sich dieses wunderschöne Mediabook-Sammlerstück nicht entgehen lassen. Ich lege es mal hier rüber. In diesem Sinne, Leute, macht's gut, bleibt gesund. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video, denn da habe ich noch eine richtig geile Sache. Zu diesen Mediabooks übrigens habe ich mir was richtig Feines gegönnt. Und zwar befindet sich das hier in diesem Karton. Das wird mein neues Unboxing-Video sein. In diesem Sinne, Leute, passt auf euch auf und bleibt gesund. Haut rein, wir sehen uns. Ganz liebe Grüße, euer Didi. Bis dahin, macht's gut. Bye.